Guten Tag, ich bin Mera, eure Moderatorin für diese Show. Ich werde euch präsentieren die Nachrichten aus der Riesen-LPS-WG. Ich werde berichten von... Unsere Zeitung, unsere Star-Tänzerinnen, die besten Stars überhaupt! Von wem die Sendung präsentiert wird, wisst ihr ja. Naja, und das heutige Wetter wird euch übrigens von dieser jetzigen Aufsichtsperson präsentiert. Dann fangen wir auch einfach mal mit der ersten Nachricht. Hallo Kira. Guten Tag. Ja, du bist die Redakteurin von unserer LPS-Zeitung, nicht wahr? Ja, ich habe jetzt sozusagen hier aufgemacht. Stimmt. Und, ist sie derzeit auch praktisch gut angekommen? Auf alle Fälle. Wir haben schon sehr viele Artikel rausgebracht. Der Artikel von Franklin über seine Ankunft hier und der Artikel über den Valentinstagsball. Der ist auch ganz gut gelungen. Und deine Artikel? Meine Artikel, ja, jetzt auch nicht schlecht. Was ist denn gerade der neueste Artikel? Möchtest du uns darüber etwas erzählen? Was meinst du? Ja, der neueste Artikel, der ist sehr spannend und geht um meine damalige Heimat. Und deine damalige Heimat? Hast du überhaupt was mit unserer Heimat zu tun? Es ist sehr interessant. Also, durchlesen lohnt sich. Die Teile kommt ja erst morgen. Ach so, verstehe. Ja, das waren die News von unserer Zeitung. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Danke für deinen Besuch. Kein Problem. Ja, und nun kommen wir zur nächsten Nachricht und das wird euch nun präsentiert von ihr wisst schon wem. Guten Tag, Sally. Was hast du denn uns heute zu berichten? Ich habe zu berichten, dass dieses Wochenende das ultimative Tanzturnier stattfand und es war sehr aufregend, wirklich. Ein Tanzturnier? Wow, cool. Und ist es nicht so wie alle Jahre? Nein, noch nicht wie alle Jahre. Dieses Jahr war eine extrem coole neue Tänzerin an Bord. Ihr kennt sie sicher. Diese Tänzerin heißt Melina und ich habe ihr natürlich das Tanzen beigebracht und bin sehr stolz darauf, was sie geleistet hat. Welchen Platz hat sie denn gemacht? Sie ist Fünfter von 17 Leuten. Und das für eine erste Meisterschaft, das ist richtig gut. Oh ja, Fünfter, das ist richtig hammergut. Hast du auch mitgemacht? Ja, also in einer anderen Kategorie, versteht sich. Sie ist noch bei den Anfängerkategorie und ich bin bei der fortgeschrittenen Kategorie. Und hast du auch einen Platz gemacht? Ja, ich bin Erster, aber es ist halt nicht so erwähnenswert. Hallo, nicht erwähnenswert? Du bist Erster! Sie ist Erster! Bei einem Tanzturnier! Das musst du doch feiern! Ich bin bis jetzt ziemlich oft Erster geworden. Wow, wie du dich verändert hast. Bist du noch 2010? Na, wie auch. Da sah es noch ganz anders aus. Da hat sie ihr erstes Tanzturnier gemacht und sie hat auch gewonnen. Da hat sie ihren ersten Pokal bekommen und hat sich noch geschämt, weil sie als Pferd tanzt. Pferde machen sonst immer Reitturnier und sowas, aber nicht tanzen. Und sie hat gewonnen. Und jetzt ist sie sehr stolz drauf, was sie leistet, nicht wahr? Auf alle Fälle bin ich stolz. Besonders in der fortgeschrittenen Kategorie. Und auf Melina bin ich noch sehr viel stolzer als stolz. Und ich bin sehr froh, dass ich das mal loswerden konnte, die Nachrichten. Ja, und ich bin sehr froh, dass diese Zuschauer auch etwas vom Tanzturnier erfahren haben. Danke dir. Kein Problem. Kurze Werbeunterbrechung. Bleiben Sie dran. Lieben Sie es nicht auch, Limonade zu trinken? Egal, ob bei kaltem oder warmem Wetter. Dann sind Sie hier genau richtig an Jasons Limonadenstand. Kommen Sie her und es kostet auch nur 5 Cent pro Glas. Es gibt Zitronen- und Orangenlimonadengeschmack. Und es ist sehr zu empfehlen. Denn meine Kollegen sind auch sehr nett. Olivia und Aisha, sie machen sehr tolle Limonade. Und ich kann es nur empfehlen. Also kauft euch Limonade, denn sie schmeckt astrein. Es tut mir unheimlich leid für diese kurze Werbung, aber sonst müssen wir auch unser Geld verdienen. Also, ja. Jetzt machen wir dann mit dem eigentlichen Programm, den Nachrichten. Wie ihr wisst, haben wir ja eine Band in unserer WG. Und diese Band heißt The Difference. Und wir holen sie mal rein. Hi Leute, wir sind die Band The Difference. Und wir sind heute eingeladen bei den Nachrichten. Genau. Denn
Ihre Songs sind sehr populär in unserer riesen LPS-WG, denn sie wurden schon über 1000 Mal gekauft. Über 1000! Ein Riesenapplaus für die Band. Nein, okay, das ist jetzt nicht bei einer Talkshow. Also das ist bei den Nachrichten, ja. Welcher Song ist denn am beliebtesten von euch? Am beliebtesten? Keine Ahnung. Da, wo ihr auf jeden Fall zusammen singt, das ist, glaube ich, am beliebtesten. Denke ich auch. Denkt ihr auch? Ja, ich glaube auch. Das Mal, als ich drauf geguckt habe, waren es, glaube ich, die Songs, wo wir zusammen gesungen haben. Unser neuer Song kommt auch sehr gut an. Der heißt ja Magic Moment. Den haben wir auch letztes Mal gesungen in der Talkshow. Ja, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ihr nicht? Dann schaut euch mal die Talkshow an. Die ist auch in unserem Kanal, ja. Danke und es freut mich, dass ihr gekommen seid. Und gibt es noch sonst irgendwas Neues von euch zu berichten? Nicht, dass ich wüsste. Nö. Aber wir werden vielleicht auch mal ein Musikvideo drehen. Ja, Leute, das war unsere Band The Difference. Und nun wird Ihnen das Wetter präsentiert von unserer Aufsichtsperson. Viel Spaß! Also, das Wetter ist sehr sonnig bei uns und es ist mit einer leichten Prise Wind zu spüren. Ja, das war's auch und mit den Nachrichten und ciao!